Ich heiße euch willkommen, werte Zuschauer, an diesem wunderschönen Londoner Morgen. Ich habe wie immer gedacht, ich kann das überspringen. Habe ein paar Stündchen gepennt, aber das ist hier ein chronischer Zustand. Ich weiß nicht, ob ich da eine Mod zu installiert habe. Es ist der Irre. Ja. Was haben wir in letzter Folge gemacht? Wir haben die Gasmaske besorgt. Ne? Und jetzt sollten wir nach Islington gehen, oder wie das heißt. In der Zwischenzeit habe ich natürlich wieder ein bisschen Material gesammelt und so, habe einen Krempel verkauft, habe aber mehr eingekauft als verkauft. Das heißt, wir haben ein paar Tickets minus gemacht. Aber dafür habe ich jetzt einen Schwung Munition. Und was mich so ein bisschen aktuell am meisten anbricht, ist die Sache, dass ich insgesamt 3 Skillpunkte in Sachen investieren muss, die ich eigentlich nicht will, nur damit ich in meiner Siedlung Werkbänke aufstellen kann. Entschuldigung, falscher Knopf. Oh, ich kenne das ein bisschen. So. Oh, Spiegel. Nur weil ich ihm hier in der Pelle. Ja, genau, jetzt läuft er weg. Was ist denn das für ein krasser Park? Ist also ja unsere Richtung, dann passt das ja. Ja, und zwar musste ich ja einen Charakterpunkt investieren, damit ich überhaupt die Siedlungsskills anfangen kann zu nutzen. Siehst ausge... Oh, fuck! Oh. Wie viele das sind! Dieses Angelspringen, ne? Oh, das ist so krank. Das ist so krank. Du kannst gar nichts mehr machen, Alter. Du wirst nur angejängelt. Oh, sie ist natürlich legendär. Nein, 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 nein. Oh, dieses... Ja, geil. Richtig fair, Leute. Oh, das kannst du so schlecht immer vorhersehen, ja? Da siehst du da 3 von diesen komischen Holzköpfen rumlaufen und dann... Ja, ist wie bei Ghoulen, ne? Du musst einfach nur mies überfahren. Und wir sind ja jetzt nicht so weit gelaufen, ne? Ja, jedenfalls ärgert mich das, weil ich würde gerne... Ich investiere das halt, diese 3 Punkte. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass uns die ständig zufliegen. Ja, mittlerweile musst du ja richtig was sammeln, um hier ein Level abzubekommen. Um dann das nur bauen zu können. Und dann habe ich aber noch nicht genug Skillpunkte, um meinetwegen jetzt, was ich ja nun schon angefangen habe, den Waffen nah. Ja, ich würde ja gern meine Waffen richtig ausbauen können. Weil ich ja nur auf Gewehre geskillt habe. Ah, ja, ja, das wird ein harter Trip auf jeden Fall. Und ich habe eine coole Maschinenpistole gefunden. Bei meinen Reisen niemals endend, also eine unendliche Munitionskammer. Ein Radiumgewehr. Würde ich auch gerne dran rumbasteln, ist aktuell nicht so richtig möglich. Packen wir die auf 6. Mollys sind ja eigentlich ein guter Anfang. Ich habe Spitamin. Dann bereiten wir uns hier kurz vor. So, jetzt die Mollys. Da habe ich ein paar gesammelt von einem Haufen Freaks. So. Und. Sie haben nichts durchgeladen hier bei mir. Haha, das ist so gut. Da ist er, der Meister. Ah, das war dumm. Oh, doch nicht. Oh, der Crit basht. Aber besser, wo ist denn jetzt der legendäre Kollege in die Flung? Er ist zu einer Pfütze geworden, ne? Oh, sag nicht, das ist hier durch die Texturen. Ah ja, genau, ey.
Ja. Hier schön im Weißen. Festigend Metall. Oh, guck, das ist schon wieder. Das ist geil. Ein Stärke und ein Ausdauer. Ich glaube, das bauen wir uns an. Das findest du ja nun doch nicht so oft. Das ist, glaube ich, das erste Teil, was sich so in diese Richtung bewegt. So, befestigend Metall. Ich habe natürlich gleich mehr Rüstung. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen weniger Tragegewicht, aber scheiß drauf. Taschen können wir da später noch anbauen. Es ist lustig, dass das wirklich, also dass man darauf geachtet hat, ne? Man hat diese Geschichte erzählt, dass diese Käferpflanzen Dryaden erschaffen. Und es ist ja wirklich immer so, dass wenn du so Hotspots hast, dass immer diese Pflanzen da in der Nähe sind. Weil das sind doch keine Gegner, oder? Plünderer, doch. Die sehen ja nicht so böse aus hier. Ach so, er hat sich, ohne dass man es gesehen hat, einen Schuss gesetzt. Ist klar, Kollege, Alter. Irgendwas ist hier, also die Pistole, die können wir mittlerweile auch weggeben. Weil noch ein Skilltree anfangen geht ja nicht. Das ist genauso wie mit den Nahkampfwaffen, ne? Da haben wir noch nicht einen Punkt reingesteckt. Achtung, Feuer, lol! Und dann haben wir noch hier Eleganto, unser Assassin-Dienstgewehr. Von einem legendären Gegner gedroppt. Würde ich auch gern ausbauen, aber. Wie geil ist das, wenn du einfach doppelten Schaden an Menschen machst? Achso. Ja, ja, ist in Ordnung. Sie hat gerade den Schuss für die andere abgefangen. Hier so rein, du weißt immer gar nicht. Erst rennen sie weg, dann kommen sie wieder, dann wirst du ein bisschen angeschossen. Oh. Gut, dass es die fliegenden Stahlblöcke gibt. Genau. Der Herr, der so viel wegsteckt. Ey, manchmal glaube ich, die wollen mich verarschen, echt. So behindert. Und dann gibt es 6 EP. Der Munitionsbank, die da gerade stand, der müssen wir mal gleich einen Besuch abstatten. Ja, genau. Ach, Mann. Und zwar uns ein bisschen. Ach, dürfen wir nicht. Weg alt abgeben, ab gerade an der Basis, damit wir hier schön rumeiern können. Ärgerlich. Gespannt, wie das dann ist mit der Maske. Untersuche den Kampf. Freunde, was macht ihr hier? Harvey Hale, wer sind Sie? Sean Hall. You, please, we need help. Not so fine. I'm all cut up. I need medical attention. We both do. Please, can you help us? Was? Ihr seid ein dreckiger Halunken, Alter. Aber gute Besserung, auch schön. Es wird einfacher, wenn ich sie beide von ihrem Leiter löse, ja. It's a long story.
We used to be mates, you see. Until he nicked something from me. That's not what happened. You were the one who... Look, you don't need to know the details. The important thing is that you Sadly, help us. He's right. You need to help us. Muss ich gerne. I'll need some bandages and antiseptic. I have a first aid kit in my backpack, but I can't reach it. I need some herbs to ease the pain. There should be some nearby. But I'm too weak to go looking for them. It should be in the front pocket. Also, ich weiß nicht. The ones he needs are small and green, with big leaves. They usually grow in bushy areas, literally called doctor Said leaves. Said that without even moving my mouth. Amazing. Okay. Okay, ich schaue, was ich tun kann. Bleibt hier und versucht ruhig zu bleiben. One statue impression coming up. You know, comics like that are why we are in this mess. Das klingt so nach so einer richtig bescheuerten Situation. Und was heißt in der Vordertasche? Das hier, oder was? Nee. Und warum kommt der da jetzt nicht ran? Ey, die Beden, die machen mich fertig, ne? Und vor allem habe ich ja diese Doktorblätter. Das ist wieder so eine Nebensache, ne? Dann lass die Clowns hier sitzen, ey. Ich habe so einen Quatsch im Bock. Kann man hier rein? Ja, Köder. Ein Alpha. Ja. Bin ich jetzt. Wow! Was war das? Ah. Ich hab ewig nicht. Okay. War das der Kampf, den wir begutachten sollten? Was war das? Haben wir noch richtig böse Waffen? Ich muss ja, glaube ich, da lang. Was macht dieser Mörser eigentlich? Das ist eh eine Granate. Ich schmeiße eine Mörsergranate, ja? Habe ich richtig verstanden? Ich muss die ja vorher irgendwo rufhauen, sonst funktioniert das doch gar nicht. Ist das hier ein Überfall von denen? Was sind das? Das sind Roboter! Ah. Legendäre. Was? Auf jeden Fall erstmal. Die schießt mir gerade an. Legendäre Atkins. Ey, ich habe ja keine Chance. Guck mal, wie weit er wegsteht. Und was für einen Schaden der Kollege macht. Eine Impulsmine wäre ja das Richtige, ne? Uiuiui, so. Apfelmus ist drin. Ausgehungerten Steak ist drin. Let's try some. Nee, nicht die Was passiert hier? Ich kann nicht feuern. Oh. Habt ihr noch Lust mitzukämpfen da hinten? Was ist das? Oh. Ja, ausmappen. Ihr müsst was tun. Wir sind am Arsch, wenn ihr das macht. Ich hab noch eine Splittermine. Nimm,
Alter, was machst du jetzt hier? Was ist das für ein Quatsch? Warum kämpfen die zusammen? Der legendäre Hooligan versteckt sich. Wo ist denn der? Oh shit, das wollte ich nicht. Kurz noch was naschen. Der Brahmin Burger, ja. Habe ich noch eine Mine? Oh, es sind die Fallen. Der Helm ist cool. Oh, da hinten ist noch mehr. Wie kann man da so ruhig bleiben? Kann ich hier rüber feuern? Oh, hier kommt ein Atkin. Atkinski. Ein sicherer Schuss. Fuck you. Oh. Wow. Das ist sowas wie Synths oder was? Kann mir nicht vorstellen, dass ein Flammenwerfer geil ist, aber vielleicht kann man den gut verkaufen. $200 wert. Ein gelber Fliegerhelm. Schickt das hier in Brand und versucht, verursacht 15 Punkte Schaden. Aber dafür haben wir eigentlich die meiste Munition, ne? Das könnte. Das müssen wir mal ausprobieren, das Ding. Sprengstoffrohrwerfer. Achso, und Archie ist zu Hause. Vielleicht sollte ich mir den. Ich hab ihm letztens gesagt, dass er mir einen Scheiß interessiert. Leider sag ich, soll mich verpissen, aber dann wollte er trotzdem die Quest mit mir machen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie unser Verhältnis ist. Stoff. Hier wird noch gekämpft. Gegen die Hunde oder was? Ne, die liegen da. Werd ich beschossen? Kann's nicht so richtig ausmachen. Ne, ne. The fuck was that? Ich hab doch auch noch irgendeine geile Milch bei. Diese geile Milch baut auch Strahlung ab. Und was ist auch gerade die Zaubermilch, die wir gefunden haben? Das ist ja auch ein krasses Gebräu. Es ist halt immer ärgerlich, das hier alles so anstrengend zu suchen. Die baut die Strahlung komplett weg, die Zaubermilch. Ich glaube 600 Punkte oder so. Wo ist sie hin? Ach, die hockt da. Hockliff! Wenn dein Leben durch eine Dose beendet wird, dann war's Fallout. Draußen ist noch einer. Ich bin ja auch gerade. Wir haben hier gerade die Straße wechseln sehen. Oh, Veteran! Du brauchst weniger Beine. Was ist das gewesen? Oh, das war nicht gut. Hat sie einen Einzelschuss? Er kann hier nur mit Bets arbeiten gerade. Es ist irre, wie oft man jetzt hier reingeht, um irgendwas zu fressen. Dass auch sich von den guten Sachen nichts hier oben befindet, ne? Oh, ein Kaffee.
Ja, aber jetzt kriegst du auf den Sack, Puppe. Was war denn das? Jetzt müssen wir ihren Kopfschuss hier. Lalalalalala. Hier schießt sie nicht durch. Aber da. Ich bin wie ins Revolver geschossen. Wollen wir mal den Brandrevolver gegen unser nächstes Opfer nutzen? Mal gucken, wie das funktioniert. Ich meine, der andere Revolver macht ja auch einen ähnlichen Schaden. Aber mittlerweile, also das ist natürlich auch dem Schwierigkeitsgrad geschuldet, keine Frage. Aber wir haben jetzt auch mittlerweile echt gut zu tun mit harten Gegnern, ja. Deswegen wird jetzt umso geiler, die Waffen komplett aufzurüsten. Und ich muss unbedingt die Schrotdings auch noch... Oh Mann, ich muss so viel machen. Aber ich finde, das lohnt sich irgendwo nicht. Weil du... Schrauben ist ja immer so mit Kleber die Sachen, die du am meisten brauchst. Und die jetzt nicht unbedingt schwer zu finden sind, aber du musst halt viel sammeln. Und wenn du denn jetzt anfängst, die Sachen auf Stufe 2 irgendwie daran zu basteln, verbrauchst du ja schon was. Und dann nachher brauchst du ja was anderes dran und dann ist das verschwendet. Das finde ich immer, da kommt mein Kopf immer nicht mit so richtig klar. Loaderfleisch? Mit dem Loader hier? Das sind Gegner aus den ersten Teilen. Die hast du danach nie wieder gesehen. Also wer möchte sich denn jetzt hier eine Patrone fangen? Cool aus dem Buch. Zigarrenschneider. Oh ja, hier Schreibmaschine. Was ist das da? Eine Fundmünze. Dann kommen wir unserem Ziel immer näher. Ah, das ist der Eingang in diese... Dicke Mauer oder was? Lass uns mal kurz auf die Karte gucken. Tatsache, aber nicht die, die... Das, ja, guck mal. Ja, hier sind auch nochmal so eine Bereiche. Weil so einen Bereich hast du ja hier unten auch. Da, wo wir gestartet sind. Das hier. Blackheath. Hier ist auch ein Tor. Aber da kommst du nicht rein. Das muss alles zu den Hauptquests gehören. Kann man hier ringen? Ist ja lustig. You picked the wrong fight. Ey, ich hab ja alles die schnell speichern! Granate! Raus mit dem Ding! Ich glaube, so ein Atkins stört das überhaupt nicht, ne? Guck mal, wie der runterbrett. Oh.
Ah, den stört mich richtig. Aber ist auch ein Verschwender. Einer müsste noch kommen, oder? Hey, glatt nach. Okay, immer mit der Ruhe. Oh, der ist 231 wert. Das sind besonders mal das Radio mir wäre. Ich werde hier bestimmt gleich surrounded. Der ist aber auch hart im Nehmen. Das heißt, die haben sich Sachen gebastelt, ja? Wollen wir den mal ausprobieren hier? Wir haben ja ein paar Hohlladungen. Schicken wir mal Grüße. Oh, das interessiert der ja nicht. Oh, okay, doch. Ist drin. Komm, dann beschenken wir die jetzt mal ein bisschen. Gibt's jetzt hier ein paar Fuchssteaks. So. Muss halt nur sitzen, der Schuss. So, Mr. Verschwender. Tschüss. Ah, ist das befriedigend. Was, da oben? Hooligans Psycho. Ich bin hier richtig aufgesprungen. Ah. Wo ist hier? Da. Dein Bein guckt raus, Puppe. Und ich hab alle versemmelt. Ach, ist das nicht schön. Ist ja nicht, ob ich so viel schönen Schrott bei hab. Zum Aufhören hier mit Feuer rumzuspielen, während ich mit Schwarzpulver spiele. Oh, sie ist ja schon da! Mein Gummi verschießt sich, nee, das habe ich gerade eingekauft. Oh, ich habe kaum Schrott bei. Nein! Nee, nicht. Na doch, recht. Na komm. Muss mehr Müll einsammeln gerade. Sicher. Au! Oh, darf ich mir nicht benutzen. Ah! Ja, geht's. Alter, hast du das gesehen? Er hat zweimal geschossen, hat keine Zeit gehabt zum Nachladen und hat mich dann wieder angeballert. Oh, Leute. Ist ja nix so gute. Ich meine, ich habe auch eine schöne Flinte, aber... So, jetzt haben wir da oben noch einen Schützen, oder was? Da, oh, ist der weit weg. Naja, das ist auch angenehm. Ich muss kurz nachladen, warte. Oh, da kommt aber noch mehr. Es ist nicht nur er. Er ist immer noch da. Nein, nein, nee, nee, lass das. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Haben wir noch ein Ziel. Also sind Atkins einfach nur Hooligans?
ist das? Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Strahlungssturm hier. Der ist über mir, der ist hier drauf. Während des Kampfes geht das ja nicht. Das ist auch mies. Da ist er. Noch eine legendäre Ratte. Dann werden auch sie beschenkt mit dem Sprengstoff-Rohrwerfer. Oh, er hat dasselbe Gerät. Oh. Ist das gemein? Das ist so fies. Nicht mit mutieren und legendär. Sie haben den Kopf verloren. Heilschaden. Ich hab die Kernstrahlung fresse gerade. Da wart. Red Away, Red Axe, Ribeye Steak. Kombination wieder mal. Alles Gute. Okay, ja, die müssen wir uns aufheben. Auch wenn es Spaß macht. Pudding. Noch mehr Yorkshire Pudding. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Jetzt zählt es langsam ja schon ab. Aber jetzt sind doch legendäre Gegner, ne? Dann hat man dann schnell. Dann finde ich es auch fast vertretbar, wobei es doch jetzt ganz schön doll wird. Aber bei der normalen Fallout 4 Mod, dieses Wasteland Reborn, was wir drauf hatten, da wurdest du ja von Anfang an damit zugehämmert, ne? Jeder hatte ja so ein Teil bei. So, jetzt müssen wir eigentlich fast alle ausgeräumt haben hier, ne? Oh, hier kann man sie ja rein. Oder doch nicht. Eine Fake-Tür. So, mal gucken, hier muss ja in der Ecke unser Ziel noch sein. Ach, Sturm ist vorbei. Ach, du lebst ja. Oh my. Yes. Yes. Up here. Are you going to help me down? Wonderful. Wonderful. Simply untangle my foot and I shall gracefully drop to the floor below. Just let me count down first. On one. Three. Two. No! As far as holidays go, that was not to my liking. I don't see myself hanging from another sign anytime soon. A pleasure to meet you. I am Arthur Mountbatten. And what do I call my one and only savior? Ja, ich bin Wilmar Techno. Der Wanderer. The Wayfarer. Quite the exquisite name. But I am not in a position to judge. Now, I assume you must be curious as to why you found me in such a quaint predicament as this one. You see, I am a tithe
collector for the government in Westminster. It is a title and a position that was foisted upon me against my will. I was tasked with telling the Roundels that their tax had been retroactively increased by 5%, and that they were to promptly pay me the difference. Fortunately, my visible distaste for the work and my repeated pleas for empathy didn't stop the Roundels from stringing me up on their side. Ja, äußert er auch, ja. Unfaire Besteuerung. A sentiment I agree with. I might even say it was purposely unfair. But that is not a matter for us to... If anything, I believe that this encounter is a sign that I should leave behind all this talk of taxes and accompany you through the wastes. What do you say? We could be quite the pair. Ja, was kannst du tun? Our world is filled with wonders and terrors. It helps to have someone who can help you properly react to them. I'm quite skilled at data entry, archiving, organizing. Oh, you mean what can I do in terms of defending myself? Well, I do have my trusty Webley. It has been in the family for decades. Never missed. Of course, I rarely fire it. Na los. Capital. Onwards and forwards, my friend. Schon ein eleganter Begleiter, den wir jetzt haben. Ich fand... Ja, wie soll man sagen? Also. Archie war cool, so an sich. Ach, ich finde die Stimme so anstrengend. Ah, da ist er. Ach, war wir ihn jetzt hier wieder drin, ja? Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Oh, soll ich doch? Ich hätte vielleicht vorher die Maske aufsetzen sollen, oder? Kann sein, dass es das zum Verhängnis wird, weil hier... Was haben sie gesagt? Dieser Tunnelhusten oder was? Miller's Manrind. Was ist das da? Rosie Kranz. Ja, hören wir erstmal rein. Halten Sie einfach durch. Considering they see you too, it is your problem. The rhythm and the harmony. Hey. One without the other is just black. That's why I come and listen to Roundel Radio. Alright, jetzt muss ich ja. Hola. Ist Schrotflinten, ne. Oh, dieser Nachschuss denn immer. Der hat 7 EP gebracht. Irgendwas haut er nicht hin. Ich weiß nicht. Vielleicht muss da mal ein Patch drüber rutschen oder so, aber... Oh, wieso da einer? Guckt euch das mal an. Ich habe mittlerweile, außer unsere Muskete, eigentlich nichts mehr, was wirklich Bums hat und Sinn macht. Nichts
Hast du die geschossen jetzt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. War schon wieder zu wild. Oh, ein Spielzeug-Truck. When the sun's in your eyes, even you look proper dressed. I think we got them all. At least the ones here, right, Guy? Yeah, Rosie. Thanks to our new friend here. Was macht ihr hier? Look at that. Proper manners and all. Hope your gentle ways don't mind helping us some more. Shh. Quiet and you can hear it starting. The guns in the distance. It's going to be a proper hurly-burly. Yeah. Our gift to you. A roundel. Okay. Was, eine Art Frisbee? A roundel. It means you help us and we'll help you. Meet us on Crawford Street. And bring the roundel. It's a bit of a long story, but the short version is they just don't like us. What a piece of work is a miller's man. When this is all over, stop by the Oberon and we'll tell you the whole tale over a pint. Ja, dann sehen wir uns dort. Don't stall now. Push forward. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dort. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Schlaf, Dude. Oder auch nicht. Vielleicht wollt ihr jetzt Frühstück essen. Tschüss.